wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also mal schauen. Es ist die krasseste Grenze, die ich in den letzten 30, 40 Jahren erlebt habe. Ein gechillter Aufenthalt geht vorbei, hier in Chefchaouen. Und dann ist es immer interessant, was Neues auf uns wartet. Verlassen Chefchaouen jetzt nach einer Woche. Wir fahren Richtung Ceuta, der spanischen Enklave, um unser Visum zu verlängern. Auf weitere 3 Monate kann man leider Gottes nicht mehr machen hier. Wie früher auf einer Polizeistation, zack rein, Polizeistation, Visa verlängern. Muss man da extra raus, das ist zwar blöd, warum die das so machen, keine Ahnung, aber so ist es halt. Bye bye! Shukran! Thank you. So, und der Dennis, der wartet wie gewohnt auf mich. Super, das wäre was. Es hat uns in der blauen Stadt sehr gut gefallen. Besonders die entspannte Atmosphäre, die Vielzahl an trendigen Restaurants und die unvergessliche Abendstimmung. Wir hätten gerne noch ein paar Tage länger verweilt. Aber nun steht unsere Rückreise zur Enklave Ceuta an. Nach unserer geplanten baldigen Rückkehr freuen wir uns darauf, viele weitere faszinierende Orte in diesem wunderschönen Land zu entdecken. Wir haben erfahren, dass an der Grenze zur Enklave Ceuta oder Melilla afrikanische Flüchtlinge die Gelegenheit nutzen, um auf Wohnmobile und LKWs nach Europa zu gelangen. Sie verbergen sich in Radkästen, unter Motorrad- oder Fahrradabdeckungen und nutzen jeden verfügbaren kleinen Raum aus. Ein Reisender berichtete uns, dass er gezwungen war, an einem Kreisverkehr langsam zu fahren. Dabei sprang ein Flüchtling auf sein Wohnmobil, kletterte auf das Dach, schlug ein Dachlukenfenster ein und sprang in die Kabine. Glücklicherweise bemerkten sie die Geräusche rechtzeitig. Als sie anhielten, um nachzusehen, kletterte der Junge aus der Kabine und sprang vom Fahrzeug. Fahrt niemals in der Dunkelheit oder nachts nach Ceuta, Melilla oder auf die Fähre nach Spanien. Die Wahrscheinlichkeit, sich völlig unbeabsichtigt einen blinden Passagier einzufangen, ist hoch, warnte er uns. Aus diesem Grund entscheiden wir uns, etwa 30 Kilometer vor der Enklave Ceuta einen Campingplatz aufzusuchen, um erst am nächsten Morgen nach Ceuta zu fahren. Als wir am Abend vor unserer Terralauf sitzen, zieht ein entsetzlicher Gestank über den Campingplatz. Ich gehe der Sache nach und entdecke, dass nur wenige Meter weiter hinter einer Mauer der gesamte Müll der Anlage verbrannt wird. Das ist ein echtes Problem, das uns hier in Marokko immer wieder auffällt. Ich spreche mit der Managerin des Campingplatzes. Sie streitet erstmal ab, lässt aber dann das Feuer sofort löschen. Very bad. Very bad. Very bad. No good. Schau dir das an, da ist eine da. Na, du. Das ist so ein schöner. Ja, du triffst nicht das erste Wohnmobil wahrscheinlich, wo du rausgestreichelt wirst. Am Morgen liegt ein Hund vor der Tür. Offensichtlich sucht er ein neues Zuhause. Angst hat er nicht. Also du lässt dich auf jeden Fall nicht wegbellen. Nee, da hat Zecken geahnt haben. Oh. Am Ohr. Gestern Abend hat uns eine sehr traurige Nachricht erreicht, die uns dazu bewogen hat, bereits heute Morgen das Camp abzubrechen. Statt wie ursprünglich geplant in die Enklave Ceuta zu fahren, haben wir nun entschieden, so schnell wie möglich mit der Fähre nach Spanien überzusetzen. Ja, die 3 Monate sind unfassbar schnell vergangen. Wir dachten ja ursprünglich, wir können auch bis vor kurzem möglich war, unser Visum im Land verlängern. Aber jetzt müssen wir kurz ausreisen, um wieder einzureisen. Aber das ist ja nur der eine Grund. Ja. Aber nicht gut geht. Ja. Und das kann halt als Langzeitreisen auch passieren. Das ist sehr, sehr traurig für uns. Wir müssen jetzt halt hauptsächlich zurück aufs Festland, weil Tanja heimfliegen muss. Mein Vater mit Krebs im Krankenhaus liegt und ihm nach der OP nicht gut geht. Und ja, jetzt fahren wir heim. Und es ist, also ich bleibe da beim Auto und hoffen wir, dass ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also mal schauen. Die folgende Nationalstraße 1. Sie ist die längste Nationalautobahn des Landes an der Westküste und führt von der Stadt Tanga im Norden Marokkos bis zur mauretanischen Grenze. Unsere Gefühlslage ist schwer in Worte zu fassen. Es bedrückt uns, Marokko vorzeitig verlassen zu müssen. In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten haben wir dieses faszinierende Land in all seiner Schönheit erlebt. Die lebhaften Souks, die beeindruckende Architektur, die vielfältige Landschaft vom Rif bis zum Atlasgebirge. Und gerade, als wir uns darauf freuten, in die Sahara zu reisen, an einem der von vielen Reisenden als schönsten und interessantesten Teil des Landes bezeichneten Gebiete, sind wir nun gezwungen, das Land zu verlassen. Wir erreichen den Hafen von Tanga, von dem aus wir vor 3 Monaten gestartet sind. Dieser Hafen zählt zu den bedeutendsten in Marokko und spielt eine Schlüsselrolle im Handel zwischen Afrika und Europa. Er fungiert als wichtiger Anlaufpunkt für Fähren, die zwischen Marokko und verschiedenen Städten in Spanien verkehren, insbesondere nach Algeciras und Tarifa. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous avez compris le bateau? Et Ferris. Tu parles français ou Englisch? Englisch. Der Tanger-Med-Hafen ist einer der größten Containerhafen in Afrika. Zahlreiche Einweiser und Ticketkontrollen lassen uns nur langsam vorankommen. Number 2 hat er gesagt, Confirmation Tickets. Hier zumindest. Die sollte mal raus, oder? Ah, da raus, okay, dann geht raus. Na gut. er schaut recht freundlich. Sehr freundlich. Na gut, jetzt schauen wir mal. Obwohl uns bewusst ist, dass Hafenanlagen sensible Bereiche sind und Sicherheitskontrollen dazu dienen, illegale Aktivitäten wie den Schmuggel von Waren, Drogen oder illegalen Einwanderern zu verhindern, sind wir über die Vielzahl der Kontrollen überrascht. Jetzt haben wir noch den ganzen Zoll und Polizei und den Scheiß, ne? Ja, jetzt haben wir 9:15 Uhr und um 12 Uhr geht die Fähre. Was wir jetzt haben, das Ticket oder? So, schön. Valaria? Bye bye. Nach 6 Kontrollen glauben wir endlich, dass wir ungehindert passieren können und freie Fahrt zur Fähre haben. Dann stoppt uns die erste Zollkontrolle. Jetzt fahre ich da rein, um die, zum Scanner. Da geht es sicherlich auch um Drogen. Ich meine, alle Autos, die auf die Fähre kommen, gescannt. Unsere Terra wurde jetzt geröntgt. Das haben wir ja am Hinweg nicht gehabt. Nein, irgendwie haben sie es da vergessen oder wir sind vorbeigefahren. Wir waren die Letzten, die von der Fähre kamen. Vielleicht war keine Zeit mehr. Jo, jetzt dürfen wir eins weiter. Nach bisher insgesamt 9 Ticket-, Zoll- und Polizeikontrollen befinden wir uns nun endlich im inneren Bereich des riesigen Hafens und warten auf das Boarding. Der Dennis wartet geduldig. Wir haben die Fähre um 12 Uhr nicht bekommen, weil sie voll war. Und nun geht's hoffentlich weiter in dieser nächsten Fähre. Aber ich glaube, das schaffen wir jetzt gut. Wir nicht die nächste Fähre auch verpassen, weil sie voll ist. Viele Marokkaner reisen zurück. Das ist die Grenze, die ich in den letzten 30, 40 Jahren erlebt habe. Jetzt kommt er zu uns. Nee, die krasseste. So, jetzt müssen wir hier nochmal alles aufmachen. Oder was aufmachen. Unfassbar. Die kontrollieren. Die Seitenluke geöffnet und ihm voller Freude unsere Taschen gezeigt. Und dann hat er sich gefreut, weil ich gesagt habe, sorry, what is this? What is this? In room? I see. Na klar, komm doch rein. Come around. Und jetzt möchte der Zollbeamte noch einmal in unsere Kabine schauen. Wir denken, das ist eher Neugier als Kontrolle. Nach stundenlangem Warten und insgesamt 12 Ticket-, Zoll- und Polizeikontrollen dürfen wir nun endlich auf die Fähre fahren. Wir begeben uns auf das Oberdeck der Fähre, um einen letzten Blick auf Marokko zu werfen. dort drüben, auf dem afrikanischen Kontinent, wo die ältesten Steine auf 3,6 Milliarden Jahre datiert werden, haben wir unseren geliebten Hund Ayachi unter einem Olivenbaum begraben. Nun kehren wir unerwartet früh nach Europa zurück. Der Anlass ist traurig und irgendwie überkommt mich eine ungewisse Angst. Werden wir zurückkehren, um unsere Reise fortzusetzen? Also auf jeden Fall, das hat jetzt ewig gedauert, bis wir da mit der kleinen Fähre hierher gekommen sind. Also das ist schon EU-Außengrenze, die wird schon mächtig kontrolliert. Ja, es ist interessant, jetzt gerade die ersten Momente in Europa, in Spanien. In 8,3 Kilometer Ausfahrt 118 Richtung Sahara. Und da sind die Autobahnen schon besser. Aufgeräumt. Aufgeräumt, alles aufgeräumt. Entschieden so sauber. Wir haben auch Blicke auf die Strände geworfen. Die Strände in Marokko während der Hauptsaison sind echt wirklich extremst versaubt. Teilweise kommt man so weg vor wie Müllhalde, ohne es das so schlecht reden zu wollen. Aber es ist halt nun mal die Sicht, unsere Sicht, wie wir es gesehen haben, sehr schmutzig in der Hauptsaison. Ich weiß nicht, wie es in der Nebensaison ist. Hier sauber in Spanien und das ist jetzt der erste Eindruck viel sauberer und die Straßen natürlich auch besser, wobei in Nordmarokko ist es auch nicht verkehrt an der Straße. Gar nicht. Und hier ist es kühler, viel kühler. Der Sprit ist teurer. Viel teurer, wow, jetzt sehe ich gerade. 70 oder was? Krass. Schön, den Rock zu sehen. In der Abendstimmung. Ja, schon bald fast wie zu Hause hier. Der Fels von Gibraltar. Haben wir vor Marokko einen Monat gestanden. Ja. Wegen unserem Garten Ayachi. Jetzt sitzen wir am Busbahnhof. Vor Gibraltar. La Linea, oder? La Linea, ja, genau. Ja. Da, wo wir schon mal einen Monat waren, wegen unserem Ayachi, in den vorhergehenden Videos haben wir das ja gezeigt, dass da unser Hund so krank war. Und da waren wir einen Monat, um ihn zu gesund zu lassen, und dann sind wir eben nach Marokko gefahren. Plan, halbes Jahr Marokko Minimum, weil halbes Jahr ist die Zeit, die man bekommt in einem Jahr, wenn man Glück hat. Und ja, jetzt sitzen wir da und haben nach einem Vierteljahr abbrechen müssen. Was heißt abbrechen? Naja, unterbrechen. Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal getrennt waren. Ja, nicht, das ist lang her. Ich meine, war schon mal 2 Stunden oder so. Auf dem Job warst und so oder ja. So, ne? Job oder so. Aber ja. Also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wann wir in den letzten Jahren schon mehr getrennt waren als ein paar Stunden. Ja, oder ich meine, es ist ja so lang halt. Also wir haben jetzt dieses Vanlife 24/7 oder 7/24, wie das glaube ich heißt. Ich fliege jetzt heim zu meinem Papa, der ist sehr krank. Und ich möchte ihm einfach Good Vibes bringen. Gute Energie, dass er ganz schnell wieder gesunden kann. Das ist so der Plan. Und der Dennis, der wird hier sein, fleißig Videos schneiden. Hier ist ja nie langweilig, ne? Ja, ich halte die Stellung hier in Südspanien. Und dann hoffen wir mal, dass die Tanja bald wieder zurückkommt, in einer Woche, in 10 Tagen, was auch immer. Und ja, und wir dann einen neuen Angriff, eine neue Reise, weitere Reise oder unsere Marokko-Reise fortsetzen, wieder auf die Fähre fahren und wieder nach Tanger-Med fahren und dann halt gleich in den Süden. Den Süden haben wir ja ausgelassen, erstmal wegen der großen Hitze, und dann wollen wir die Sahara machen. Also ich hoffe, wir kommen da auch hin. Heile. Und Inshallah, so Gott will, wie es die Marokkaner so schön sagen. Ja, und die sehr freundlichen Marokkaner. Tolles Land. Ja, ja, schauen wir mal, dass wir die Reise dann fortsetzen können. Aber das Leben hat halt Höhen und Tiefen und, das sage ich ja immer, ohne Höhen keine Tiefen, ohne Tiefen keine Höhen. Gehört dazu, obwohl das schon sehr traurig ist jetzt. Also muss man sagen, das ist einfach, das ist nicht prickelnd, ne? Sowas, wir wussten, dass sowas immer passieren kann und man hofft immer, es passiert nicht. Ja, dass man mal nach Hause muss. Ja. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, unser Hund gestorben, das war super traurig. Jetzt müssen wir aus der Stimmung wieder rauskommen. Ja. Und hoffen wir, dass wir da jetzt wieder einen weiteren Start schaffen. Ja, jetzt fährt sie, die Tanja. Bin wieder total traurig, was man das nachvollziehen kann, aber wir haben eine spezielle Verbindung und es ist so traurig irgendwie, wenn man sich trennt. Auch wenn es nur temporär ist, Gott sei Dank. Und hier nochmal ein Blick zu unseren verschiedenen Links. Und wenn du nicht nur zuschauen möchtest, sondern auch mal Geschichten und Erlebnisse von uns hören möchtest, du findest uns auch auf den verschiedenen Podcast-Portalen. Bis bald, herzliche Grüße.